Jo, servus Leidl, ich bin's wieder, der Jolly. Ich zeige euch heute im Video in Vanguard Zombie, der Anfang, einen Out-of-the-Map-Glitch. Der Out-of-the-Map-Glitch ist bei Stamina Up. Und wie ihr da hinkommt, das zeige ich euch jetzt da. Ihr braucht Stamina Up Stufe 4. Und zwar Affenbombe nehmen wir mit und dann Molo nehmen wir sich auch mit. Und zwar springt sie da auf den Kasten rauf und dann, wo ich hinschaue, mein Fadenkreuz, da springt sie dann einfach rauf. Und dann seid ihr außerhalb der Map. Und ich würde euch empfehlen, macht den Glitch bei der Mission Ernten. Erfüllt die ersten zwei Ernten, also die ersten zwei Sündenfresser, dass nur noch der dritte überbleibt. Weil dann ist der dritte Sündenfresser dort. Und dann geht ihr dahin, wo ich hingehe. Dann fallt ein Stück runter, so wie ich jetzt da. Und dann könnt ihr ganz easy, unendlich lang XP farmen, Tarnungen freischalten, Waffen leveln, indem ihr da einfach ganz schön auf die Köpfe zielt und ein Headshot nach dem anderen macht. Ja, das war's eigentlich mit dem Video. Ich zeige euch das Ganze noch einmal. Ich springt's daher. Geht's wieder raus. Springt's da am Kasten rauf. Schaut dahin, wo ich ihn schon mit dem Fadenkreuz. Und dann springt's hier da einfach rauf. Manchmal kann es sein, dass man beim ersten Versuch nicht draufkommt. Verzweifelt's nicht. Das passiert jeden einmal. Wie gesagt, und der Glitch ist da bei Stamina Up. Ich brauche Stamina Up Stufe 4. Und zack, boom. Dann seid ihr wieder außerhalb der Map. Tut euch ducken. Springt dahin, wo ich springe, und fällt ein Stück runter und dann versammeln sich die ganzen Zombies unter euch. Und könnt ihr ganz easy auf Headshots gehen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, würde mich extrem freuen. Abonniert gratis meinen Channel, damit ihr nichts mehr versäumen tut zu Cold War und Vanguard. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Servus Leidl, euer Jolly.